Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier im Anotorio Mod aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier in der 6.3 unterwegs. Die Basen habe ich nicht aktiviert, falls sich jemand fragt. Wollte ich jetzt erstmal noch nicht haben. Eigentlich hätte ich jetzt wieder einen neuen Spielstand anfangen dürfen können müssen, aber das wollte ich auch nicht machen. Wir machen das in der 0.7er Version, wenn die neue Staffel kommt, und werden dort dann dementsprechend die ganzen Dinge so bauen, dass wir das oder dann alles aktivieren und dass wir dann die Basen auch brauchen. Gut, das erstmal dazu. Wir haben hier oben einen Bereich, in dem ich jetzt ganz gerne sehr viel Tücher herstellen möchte. Der See stört mich ein bisschen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen, dass er uns nicht so sehr stört und dass wir dann hier genügend Stoffe quasi für die Region hier unten bauen. Ich wollte noch mal ganz kurz eigentlich rüber gucken zu unserer Hauptinsel, wie viel ich da gebaut habe für die Stoffproduktion. Und da sieht man, dass ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 solche Felder mit wie jeweils 4. Oh. Nee, das sind immer 2, ne? Also 24. Da habe ich in etwa genauso viel, wie ich jetzt hier haben werde, aufgebaut. Das könnte sein, dass das nicht ausreicht. Also mit der Nahrung kommen wir einigermaßen hin, so wie es aussieht. Ja, bis dahin sind dreimal Nahrung schon durch. Ja, also Nahrung reicht aus, was wir hier haben. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut, also, dann werden wir nämlich jetzt hier versuchen, uns, ja, mit unserem System können wir hier wahrscheinlich nicht viel werden. Das ist immer so die Sache. Ich glaube, das kriegen wir hier nämlich gar nicht so sauber untergebaut, aber, na gut, das werden wir mal sehen, wie das denn so funktioniert hier. Ich denke, da werden wir so einzelne wie produziert, ne, warte mal, so, ne, warte, drei auseinander, so, nebeneinander, so, und da müssen wir mal so einzeln solche Sachen hinbauen, hier überall, und dann ein Weaver davor, und dann müssen wir das alles zusammenführen, denke ich mir mal einfach, das wäre, glaube ich, die praktischste Variante, wie wir das denn hier zusammengebaut bekommen. Hier könnte man mit Glück natürlich nicht mehr das dahin bekommen. Ah, das ist natürlich sehr schade jetzt. Dann müssen wir hier ein bisschen tiefer gehen. Dann müssen wir das noch da und das noch hier raus transportieren. Ist ja kein Problem. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier mal die setzen. Hier sitzen. Ja, so mindestens. Also einen müssen sie rausgucken, ne, aus dem Schacht. Ja. Könnte schwierig werden mit dem Abladen hier. Werden wir gleich sehen. Also der lädt hier rein. Achso, das ist 4. 1, 2, 3, 4. Was ist denn das wieder so merkwürdig? Muss das so merkwürdig sein? Oder sonst nicht so merkwürdig? Wir sind so doof. Weil es so doof gedreht ist, oder wie? 1, 2, 3. Okay. Na, wir gucken mal. Oh. Das ist ja jetzt echt merkwürdig hier. Gut, da können wir noch ein bisschen kompakter werden. Mich hier erstmal nicht stören. So. Können wir das dann noch ein bisschen reinstellen? So. Dann kommen hier halt Klamotten raus. Erstmal nach unten. So, und gucken mal, wie wir das hier hinstellen können. So. So komische Baumfelder, das hat sich mir noch nicht erschlossen, wie das so alles sauber funktionieren kann. Aber gut, okay, das kriegen wir noch alles raus hier. So, dann haben wir hier ein Förderband, was nach unten gehen kann.
Da ist Stoff drauf. So, und dann müssen wir jetzt hier mal gucken, wie wir das hier machen. Ach, der ist sogar noch da drauf. So. So. Förderband, was mit Stoffen runtergeht. Okay. Gut, dann können wir ja jetzt hier nochmal so ein Ding hinbauen und dann haben wir ja alle erstmal verbaut, ne? Oh, nicht lange nicht. 1, 2. 1, 2. So, hier geht es jetzt wegen dem Teich erstmal nicht. Können wir das da irgendwie ein bisschen anders noch gestalten? Nee, aber hier könnte man zumindest nochmal vier so einfach gerade runterbauen, die dann zu einem Weaver führen. Zack. Zack. So. Und das hier, das sieht wirklich so doof aus, das kriegen wir in keinsterweise hier irgendwie mit unter. Dann machen wir hier nochmal... Achso, oh, hier müssen wir vorsichtig sein. Komme ich hier mit Förderbandern durch? Eieiei, hier komme ich mit Förderband nicht mehr durch. Verdammt. Das ist ja jetzt ein bisschen ungünstig. Kann ich da oben noch einen hinsetzen? Achso, das kann, komme ich auch oben mit Förderband nicht durch. Ich will jetzt auch kein großartig unterirdisches Förderband hier machen. Aber den kann ich ja hier oben hinsetzen. Der kann ja dann... Achso, da kann er auch nicht drauf. Na gut, dann macht er so. So. Hier ist ein Eingang. Ach, na doch, kriegt er ja von hier noch. Das müsste Eingang sein dann hier. So, so. Sehr schwierig hier. So, dann brauchen wir den hier. So. Gott, ist das eine Verknoterei hier von allem, aber es müsste gehen. So. 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 Dann nehmen wir hier noch einen. Der geht aber einfach mal stumpf darüber. So. So. Okay. Jetzt müssen wir noch irgendwo einen Marktplatz hier hingesetzt kriegen. Dass das hier alles auch noch ein bisschen bestromt wird. Ah, den kriegen wir sogar hier dazwischen. So. Gut. Hier ist noch was am Arbeiten, hoffentlich. Achso, da ist der Ausgang. Okay, den haben wir auch organisiert. Den Ausgang haben wir organisiert. Den Ausgang haben wir organisiert. Ach, hier müssen wir noch einen Eingang organisieren. Momentchen bitte. So. Haben wir den Eingang organisiert. Okay. So. Vier habe ich noch. Die muss ich noch irgendwo hinsetzen hier. Die kann ich ja jetzt hier wieder hinbauen. Erstmal müssen wir das Förderband hier um die Ecke rumkriegen. Ich hoffe, dass das hier gerade so rumpasst. Ah, passt es. So, dann packen wir das erstmal zusammen. Das ist natürlich auch doof, dass das beides auf einer Seite liegt. Aber so doof ist es auch wieder nicht. Geht schon. So. 1, 2, da passt es wieder nicht hin. Momentchen bitte. Wir müssen hier mal ganz kurz das Förderband doch nochmal anders organisieren. So. Dann müssen wir noch wieder Förderband machen. Ja. Gut.
Na, das könnte auch wieder kritisch werden hier. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier unten rumkommen. So, das könnte jetzt schon wieder zu wenig Platz sein, ne? Schwierige Nummer, das. Schwierige Nummer, das. Also wir kriegen es auf jeden Fall raustransportiert, aber ich glaube, ich kriege hier vorne den Dings nicht dazwischen gestellt, ne? Nee. Ah, ja, doch, wenn ich ihn drehe. Ha! Super. Alles klar. Wenn ich ihn drehe, kriege ich ihn zwischen. So, warte mal. Dann muss ich nochmal einmal rein raus. So. So, komme ich hier aber nicht mehr durch. Habe ich mich hier eingemauert? Okay, das ist natürlich auch nicht so sinnvoll. Eieiei. So, und dann können wir jetzt hier nochmal einen Verband nach unten dran mokeln. Dass der das hier noch mit. Anliefert. So, dann haben wir auf der Seite 1, 2, 3 und auf der Seite haben wir auch 1, 2, 3. Das sollte sich dann, hupsala, auch ganz schön machen. Und dann können wir hier einfach mal gerade runter. Bisschen rüber. Und da dann drauf. So, und dann müsste eigentlich rein theoretisch jetzt auch Stoff ankommen. Und sich das auf die richtige Seite verteilen. Und dann dürfte jetzt hier überall auch Stoff hier in unseren, ja, in unserer zweiten Gemeinde überall nutzbar werden. Und ja, uns natürlich dann noch ein bisschen mehr Gold bringen. Uiuiuiuiui. Was ein Gefrokel. So, aber sieht das schon mal nicht schlecht aus hier oben, die Stoffproduktion. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen anders aus, als wenn man das jetzt irgendwie nach Plan machen würde, also nach unserem Plan, den wir hatten. Wie gesagt, hier oben hätten wir Platz sparen können, wenn wir das gleich richtig gedreht hätten, eins höher und dann das Gebäude drehen. Das hätte funktioniert, aber naja, gut, man kann ja nicht alles haben. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ordentliche Lehmproduktion. Jo, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem Lehm brauche oder so. Also brauche ich bestimmt gleich oben. Später nachher natürlich für unseren Saft brauchen wir da auch jede Menge. Wenn wir selber Schiffe bauen, brauchen wir wahrscheinlich hier auch die ganze Stoffüberproduktion, dass wir das mal ein bisschen runternehmen oder so. Aber gut, das kriegen wir dann ja noch hin. So, heißt hier haben wir erstmal ordentlich schon mal Lehm gemacht. Dann haben wir den schon mal. Und dann können wir den jetzt erstmal oben veredeln auf unserer Hauptinsel. Zu einem etwas interessanteren Rohstoff. Und wir haben hier unten uns natürlich jetzt die Lizenz zum Gelddrucken quasi erstmal noch ein bisschen mitgemacht, weil die Insel, die wird richtig gut im Plus sein. Da sind 100 Hütten, die gut versorgt sind und Produktionsstätten fast gar keine drauf. Also das sollte wirklich sehr, 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 sehr gut uns Geld bieten. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken hier, wo wir unsere zerklüftete Insel hier haben. Irgendwo geben fahren, damit wir unser Schiff nicht kaputt machen. So, dann gucken wir mal hier, wie es denn hier aussieht und werden hier wahrscheinlich jetzt den Lehm irgendwo mal verkochen lassen. Ich glaube, ich habe hier so irgendwo gebaut. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, dass ich hier irgendwo muss ich aber doch schon mal Steine geschmolzen haben. Sonst hätte ich doch keine. Ist hier irgendwo hingebaut? Eine Steinschmelzanlage? Anscheinend nicht. Na gut, okay. Wenn das so ist, dann ist das so. Dann muss ich das jetzt echt nochmal. Wo hatte ich denn die? Wie bin ich denn an meine Steine gekommen? Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich die irgendwo gebaut hatte. Na gut. Packen wir das jetzt mal da rein. Dann bauen wir dort. Achso, jetzt brauche ich erst noch ein bisschen was von. Müsste doch irgendwo denn zwei von diesen Kielen haben. Ja, habe ich auch da. Mal abgebaut wieder. Aha. Wahrscheinlich, weil ich das eigentlich da unten aufbauen wollte und die Steine direkt da unten produzieren lassen wollte, ne? Stimmt. Ich glaube, die Idee hatte ich.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich genau diese Idee. Haben wir noch eine Holzkiste? Na gut, wir machen jetzt erstmal hier Schnellproduktion für unsere Angelegenheit, dass wir jetzt ein paar Steine hier kriegen. Tausend Holz hier rein. Muss noch ein bisschen Holz holen. Ist aber nicht so das Problem. So. Da haben wir ja genug von. So, sehr schön. Und ihr macht dann das. Und das. Und dann kriegen wir jetzt hier erstmal Steine produziert eine ganze Weile. Dann läuft das erstmal hier. So, gut. Okay. Das sollte erstmal eine ganze Weile ganz gut laufen, ja. Das ist bloß das Problem, ich kriege da keine Steine rausgenommen, ne? Das, was ich nachher eigentlich später bräuchte, dass ich da die Steine rausnehmen kann. Für meine Saftgeschichten. So. Dann. Hier wird fleißig neu angepflanzt und abgebaut. Das sieht sehr schön aus. Ah ja, okay. Ah ja. Jetzt sieht man auch den Einflussbereich. Ah. Okay. Ja, das erklärt einiges. Also die kann man ruhig weiter wechseln, aber gut, dass hier mit den, dass die Nüsse da automatisch dran transportiert werden, ist glaube ich ganz okay so. Das funktioniert so. So, wie sieht es hier aus? Klamotten stauen sich hier auch, aber halt eben, sagen wir mal, eher mäßig oder langsam oder gemütlicherweise. Aber das haben wir hier auch nochmal erweitert. Und jetzt müsste ich mal gucken, kann ich denn eigentlich schon selber Werkzeuge herstellen? Weiß ich gar nicht. Ich kann Reparaturwerkzeug herstellen. Ich kann hier, was ist das? Eine Dampfmaschine kann ich hier herstellen? Einen befeuerten Erzförderer? Oha. Da ist aber irgendwas dazu gekommen, was jetzt hier nicht darin gehört. Dampfmaschine. Wozu brauche ich eine Dampfmaschine? Naja, gut, okay. Hier ist auch was reingekommen, was nicht dazu gehört. Der Geschützturm ist hier gekommen mit 4 Bögen. Ah, okay. Und eine Wooden Ball. Und hier haben wir Trading Route Signal. Okay, Trading Routes. Ja, dann muss ich das ja sowieso so machen, dass ich dann die Steine hier oben rein transportiere, den Lehm. Mit der Trading Route. Irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Hm, wie mache ich denn das? Obwohl, die Steine brauche ich ja eigentlich noch nicht. Naja, gut. Okay, gut. Lassen wir das erstmal an dieser Stelle so. Wir haben jetzt die zweite Insel unten erstmal so weit, dass wir jetzt hier oben eine kleine Steinproduktion aufgebaut haben. Da könnte man jetzt theoretisch hier unten noch 2 hinstellen und da oben noch 2 hinstellen, damit die das genauso machen. Denn Holz ist jetzt hier nicht so das Problem momentan. Also da kriegen wir öfter mal die 1000 Holz zusammen, die wir hier oben dann erstmal verbrauchen. Für Unmengen an Steinen, die wir wahrscheinlich im Leben nicht verbauen werden. Gut. War sonst noch irgendwas? Ne, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.